Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und heute geht es um die Aussaaten im Februar. Wir holen jetzt erstmal noch Aussaaten vom Januar nach, zum Beispiel die Erdbeeren und die Gemüsezwiebeln und dann fangen wir auch heute mit den Paprikas an. Viel Spaß beim Video und los geht's. Ja, als erstes kommt hier die Erdbeersorte Fresca in die Erde. Erdbeeren sind Lichtkeimer, das heißt, ihr solltet die oben drauf leicht anstreuen. Ihr seht, das Saatgut ist auch sehr, sehr klein. Und das solltet ihr wirklich nur ganz, ganz leicht mit Erde bedecken. Dann kommen wir zu der zweiten Sorte, und zwar ist das die Sorte Elan, auch Kiebenkerl-Saatgut, diesmal aber in Pillenform. Das heißt, das Saatgut der Erdbeer ist ein bisschen größer. Es hat einen kleinen Schutzmantel. Hier seht ihr das in diesen kleinen Kapseln aufbewahrt. Und auch das sind Lichtkeimer, die werden wir oben auf der Erde aufsetzen und dann am Ende ganz leicht mit Erde andrücken. Habt ihr Erdbeeren schon mal selber aus Samen gezogen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und wenn nein, was sind so eure Erwartungen an Erdbeeren aus Samen? Wir haben im letzten Jahr Erdbeeren selber aus Samen gezogen und hatten dann in der ersten Saison schon zwei Ernten. Eine sehr, ja, frühe, sage ich mal, im Sommer und dann hatten wir jetzt im Oktober, November nochmal Erdbeeren dran. Die sind aber leider nicht mehr alle ausgereift. Wir haben jetzt hier einfach ganz leicht Erde drüber gestreut und werden das jetzt mit der Ballbrause leicht angießen. Alle Sachen, die ich euch für die Jungpflanzenanzucht empfehlen kann, findet ihr übrigens in der Videobeschreibung aufgelistet. Alles für die Anzucht und genauso die Partner von mir für Erde und Saatgut. All das findet ihr in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit den Gemüsezwiebeln. Sorte Exhibition, eine absolute, ja, Muss-Sorte im Garten. Die einzige Sorte bei Gemüsezwiebeln, die wirklich bei mir funktioniert hat, die Exhibition. Auch beim Selbstversorgerkanal, beim Ralf, hat sie sehr gut funktioniert. Ich glaube, er benutzt auch nach wie vor diese Sorte und die ist einfach empfehlenswert, weil das wirklich riesen Gemüsezwiebeln werden können. Ja, die Anzucht ist ganz einfach. Auch hier, wir zerziehen das Ganze nochmal ein bisschen, dass es ein bisschen gleichmäßiger und nicht auf dem Haufen liegt. Anzucht ist ziemlich einfach, hier auch mit Erde bedecken und angießen, erstmal in einer Schale. Nach 2 Wochen ungefähr kommen dann diese dünnen Halme und wenn die dünnen Halme irgendwann so dünn werden, dass sie fast beim Gießen abknicken, dann solltet ihr pikieren. Wichtig ist, wir kappen unten immer dann ein bisschen die Wurzeln und stellen die danach sehr, sehr kalt. Im März stellen wir die teilweise sogar schon ins Gewächshaus, denn die kalten Temperaturen, die sorgen dann dafür, dass die Zwiebeln bzw. auch die Gemüsezwiebeln ja letztendlich stärker werden. Gemüsezwiebeln und Zwiebeln allgemein solltet ihr ungefähr bei einer Temperatur von 15 bis 17 Grad kultivieren bzw. vorziehen. Manche spannen auch eine Klarsichtfolie drüber, da soll das Klima dann ein bisschen besser werden. Das kann ich euch aber bei Zwiebeln zum Beispiel nicht empfehlen, denn Zwiebeln brauchen wirklich dieses kalte Klima. Ja, deswegen auch wichtig, wenn die Zwiebeln dann wachsen, immer so ein bisschen mit den Händen durchgehen, so eine Windbewegung quasi simulieren und die Zwiebeln so ein wenig, ja, dazu reizen, ein bisschen kräftiger zu werden. Und beim Pikieren dann ganz wichtig, also beim Vereinzeln unten die Wurzeln ein bisschen kappen und auch sehr tief setzen. Ja, jetzt geht's los mit der Paprika-Aussaat. Ja, viele Sorten sind es in diesem Jahr nicht geworden. Ich glaube 8 bis 10 Sorten, hauptsächlich auch Spitzpaprika. Hier haben wir zum Beispiel die Sorte Pantos und Roviga. Und die säen wir hier in diesen kleinen Schalen aus. Die bleiben da ungefähr, bis das erste Blattpaar komplett aufgegangen ist. Und dann pikieren wir die in einzelne 9x9 Töpfe. Ja, auch hier das Saatgut wird erstmal draufgestreut. Und dann nehmen wir den Eisstiel und ziehen das Ganze noch ein bisschen auseinander, damit die Samen dann gleichmäßig auf der Erde liegen. Den Vorgang wiederholen wir dann natürlich auch bei den ganzen anderen Sorten. Ich kann euch mal die Sorten nennen, die wir in diesem Jahr haben. Wir haben die Pantos, Roviga, Sweet Banana, dann haben wir unter anderem auch die Pimientos de Padron, die Yellow California Wonder, die Bendigo, die Lombardo und auch die Castors. Von der Bendigo, Lombardo und Castors säen wir hier jede Menge aus, unter anderem auch für unseren Jungpflanzenverkauf im Mai, der Jungpflanzenverkauf für den guten Zweck beim Tierheim Lingen. Auch dieses Jahr wieder jetzt schon in den Vorbereitungen. Da sehen wir natürlich schon einiges an Paprikas mehr aus. Für uns selber im Garten werden wir dieses Jahr nicht viele verschiedene Paprikasorten nehmen. Wir werden vielleicht die Pantos bei uns anbauen, eine rote Blockpaprika, eine gelbe Blockpaprika, also zum Beispiel die Bendigo und die Yellow California Wonder und die Paprika Kira.
Auch bei den Tomaten wird es dieses Jahr ziemlich ähnlich aussehen. Ich werde nicht viele verschiedene Sorten haben. Ich werde zwar mehrere Sorten für den Jungpflanzenverkauf auch vorziehen, aber nur die Sorten, die richtig, richtig klasse sind, die werden dieses Jahr bei mir in den Garten kommen. Das werdet ihr dann aber im März in meinem Aussaatvideo sehen. Hier die Lombardo, auch noch ein Sortentipp. Milde Peperoni kann ich euch auf jeden Fall empfehlen mit süßem Aroma. Ja, und jetzt kommen wir zum Highlight. Bio-Saatgut der Paprika Kira, empfohlen von Felix Hobbygarten. Ich habe die Tüten ja schon lange bei mir zu Hause mit meinem Gesicht drauf, aber dann jetzt das erste Mal die Tüten zu öffnen und auszusäen, ist schon ein sehr, sehr toller Moment. Und ja, das war es dann auch schon. Drei große Schalen von der Paprika Kira ausgesät. Hier könnt ihr ein bisschen Ziervogelgras, Vogelmühre sehen für die Wellensittiche. Die Chilis kommen mittlerweile alle recht gut. Manche sind schon sehr weit, manche sind gerade erst gekeimt. Und rechts, da seht ihr auch noch, die Baumwolle und die Erdnüsse, die sind schon gekeimt. Bei Palmen und Maracuja kann man leider noch nichts sehen. Ja, und das soll es dann auch schon vom Anzucht-Update gewesen sein. Die Jungpflanzenanzucht läuft langsam an und von Monat zu Monat, von Woche zu Woche sogar schon, wird es immer mehr mit den Jungpflanzen. Abonniert meinen Kanal jetzt gerne kostenlos unterm Video, dann verpasst ihr kein weiteres Anzucht-Update und ich halte euch auf dem Laufenden, wie es so mit der Jungpflanzenanzucht läuft. Wir sehen uns im nächsten Video, bis demnächst und ciao.